Fast 100 Jahre ist es her, dass Albert Einstein einem Dienstboten in Japan eine handschriftliche Notiz zusteckte. Vielleicht wäre sie irgendwann mehr wert als gewöhnliches Trinkgeld, soll das Physikgenie gesagt haben. Und Einstein hat recht behalten. Bei einer Auktion in Jerusalem ist das Blatt Papier jetzt für umgerechnet über 1,1 Millionen Euro versteigert worden und damit für ein Vielfaches des geschätzten Wertes. Auf dem Zettel hatte Einstein folgende Worte notiert: Stilles und bescheidenes Leben gibt mehr Glück als erfolgreiches Streben, verbunden mit beständiger Unruhe. Es ist nicht bekannt, wer jetzt im Besitz dieser Lebensweisheit ist. Der Käufer will anonym bleiben. Congratulations.